Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in ein paar Städten. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, liebe Zuschauer, Ortschaft der Woche aus ein paar Städten, da sind wir mit der Dame, die hier das Sagen hat. Klar, Bürgermeisterin. Ja? Die Cornelia Vogelfänger. Genau. Was für ein schöner Name. Erstmal das. Und zweitens, wie lange schon Bürgermeisterin? Seit 2002. Das ist aber schon eine Zeit, weil viele der naheliegenden Gemeinden und so weiter sind Frischlinge seit 2014. Da hat sich doch einiges getan. Bei Ihnen ist es schon so gang und gäbe, man ist es jetzt auch mal fest, ja, oder? Ja, doch, seit 2002, da bekommt man auch die Erfahrung und das macht noch immer Spaß. Deswegen habe ich noch zweimal danach kandidiert. Gott sei Dank auch mein Kollege von der VG, sodass die Zusammenarbeit auch in der VG Pastetten gut klappt. Also in der Verwaltungsgemeinschaft, dass wir das auch erwähnt haben. Was weiß die Frau Vogelfänger jetzt 14 Jahre später besser als 2002? Boah, das ist so ein laufender Prozess, wo man ja immer besser reinrutscht. Also ich glaube, ein ganz ein blödes Beispiel. Ich weiß jetzt, dass man sagt, die Straßen werden asphaltiert und nicht geteert. Das mögen die Herren aus der Baubranche überhaupt nicht hören. Da wird aber momentan noch einiges getan bei euch in Paar Städten. Genau, das war jetzt die Überleitung fast so, weil momentan herrscht bei uns das Chaos, weil in der Ortsdurchfahrt die Staatsstraße erneuert wird und dadurch der eine Ortsteil vom anderen abgeschnitten wird, weil es absolut keine direkte Umfahrung gibt. Momentan muss man ein bisschen rumschlängeln, aber gut, irgendwann mal ist es ja dann soweit, dass das wieder in Ordnung ist. Was ist in ein paar Städten eigentlich so etwas für Sie, wo Sie gesagt haben, in den letzten 14 Jahren, das war notwendig 2002 oder war schon im Ansatz geplant und hat sich umgesetzt? Was sagt die Frau Vogelfänger, da bin ich stolz drauf, dass wir das machen. Ich bin stolz drauf, dass wir eine gut funktionierende Kinderbetreuung haben. Mhm. Das hat sich schon angedeutet, das war so im Übergang 2002, dass wir zu Ganztagsbetreuung auch übergegangen sind. Wir haben zwei Krippengruppen und haben vier Kindergartengruppen, haben eine Mittagsbetreuung und vier Wochen im Jahr auch eine Ferienbetreuung für die Grundschulkinder hier aus unserer Grundschule gegenüber direkt. Ja. Und ein Verein, die KLB, die macht zusätzlich noch Ferienprogramm daheim in Pastetten im August. Und da sind unsere Kinder wirklich gut aufgehoben. Und mir ist es wichtig, dass wir eine familienfreundliche Kommune sind. Tradition, Moderne, wie geht das zusammen in ein paar Städten? Wir haben ganz, ganz viele Vereine, unter anderem einen sehr, sehr aktiven Burschenverein und der sorgt dafür, dass Tradition und Moderne zusammenkommen. Die sind mit der Feuerwehr zusammen fürs Maibaumaufstellen zuständig und machen aber auch Laufstallparty, Winterjam, also wo auch für die jungen Leute was getan ist, dass die vor Ort richtig feiern können. Liebe Frau Vogelfänger, wo kommen wir denn eigentlich her? Ja, man hört vielleicht. Ein Funken, einen kleinen, nimm mal viel, Frau Vogelfänger. Aber ein bisschen ist noch was drin, was ich jetzt nicht dem oberbayerischen Raum zuordnen würde. Genau, ich bin eine gebürtige Rheinländerin. Nein. Aus der Nähe von Düsseldorf und bin 1975 nach Bayern gezogen. Okay, das ist, jetzt sind schon da, das ist in Ordnung. Aber wie kommt, der Liebe wegen? Der Liebe wegen, mein Mann ist versetzt worden, damals noch mein Verlobter. Und dann bin ich ihm gefolgt. Aber wie kommen wir dann zum Bürgermeisteramt? Ich war lange ehrenamtlich tätig in Elternbeiräten oder in der JU, in der CSU. Und dann hat sich das so rauskristallisiert. Ich bin in den Gemeinderat gekommen, war Bezirksrätin eine Legislaturperiode und war eigentlich sehr zufrieden damit, Gemeinderätin zu sein. Und als unser Altbürgermeister aufgehört hat, hat er gesagt, jetzt musstest du machen, was für mich eigentlich überhaupt kein Thema war. Mhm. Dann habe ich es mir aber, weil er es gesagt hat, erst überlegt. Mhm. Habe mich hingesetzt, habe mir eine Liste geschrieben, was könnte man in Pastetten machen. Und die Liste war so interessant, dass ich gesagt habe, jetzt versuche ich es. Und es hat auf Anhieb geklappt. Was macht Frau Bürgermeisterin anders als ein Herr Bürgermeister? Was glauben Sie? Ach ja, mit Sicherheit in der Kommunikation ist ein bisschen anderes Verhalten bei Männern und Frauen, habe ich festgestellt.
Und gut, mein Schwerpunkt sind jetzt nicht unbedingt die Straßen. Mein Schwerpunkt ist eher so die Kinderbetreuung. Wäre vielleicht bei einem Mann anders. Und in der Diskussionsführung im Gemeinderat gibt es auch doch durchaus am Anfang das Durchsetzen müssen? Als Frau vorne? Ja, doch, das muss man, weil als Frau muss man immer besser sein als die Männer, zumindest in der Politik. Und man muss sich das, die Anerkennung verdienen, viel mehr als ein Mann. Was macht trotzdem sehr viel Spaß? Was ist das Kühnste und das Schönste für Sie? Das Schönste ist einfach der Umgang mit Menschen. Ich bin ganz sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen und das ist so vielfältig, weil man hat 1000 verschiedene Sachen als Bürgermeisterin am Tag. Das wechselt so durch. Es ist abwechslungsreich und mit ganz viel Kommunikation verbunden. Und das macht mir Spaß, nach wie vor. Und abwechslungsreich wird es in ein paar Städten die Ortschaft der Woche. Wir kommen jetzt von der Bürgermeisterin, die wahrscheinlich viel unterwegs ist, auch mit dem Auto, zu einem Mann, der sich mit Autos auseinandersetzt, mit den ganz Alten, mit den ganz Schönen. Wir schauen zu den Oldtimern hier in ein paar Städten rund um der Umgebung und wünschen Ihnen alles Gute. Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. Bis dann. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in ein paar Städten. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, da sind wir jetzt in Pastetten ja immer noch in der Umgebung, weil wir das sehen wollten, was Sie hier sehen. Es riecht so gut nach Motorenöl. Ein gut abgestandenes, aber alles am Laufen. Wir sind bei Markus draußen hier, Klassikertouren und Miet-Oldtimer. Du, jetzt komm ich einfach, Markus, und such, der Ford, der darf mir gefallen. Würde das jetzt einfach so funktionieren? Oder welches Prinzip hast du hier mit deinen Miet-Oldtimern? Ja, es gibt schon ein bisschen ein Prinzip. Ja. Also vorher bestellen sollte man schon, weil man die Autos vorher immer noch durchchecken, durchschauen, weil alle Autos fahren nicht gleich los, sage ich mal. Da muss man schon ein bisschen vorher was anschauen, ob der Luftdruck stimmt, ob Wasser drin ist, ob das Öl drin ist. Und der Kraftstoff sollte natürlich auch voll sein, weil sonst, ja, gerade so ein Mustang, der macht natürlich sonst ganz schnell schlapp. Aber schön war der Mustang, gell? Ja, auf jeden Fall. Lieber Markus, wie kommt man bitte auf diese Idee? Also aus einer eigenen Leidenschaft, davon gehe ich aus, dem Beruf gemacht. Dein Bezug zu wunderbaren alten Autos, wann ist das entdeckt und entstanden? Eigentlich mit 6 Jahren. Ja, mit 6 Jahren schon? Ja, mit Irma. Also, wieso, was ist da passiert? Mit dem BMW? Mit dem, also das ist der BMW Barockengel, der Vorverwagen von der Berufsfeuerwehr München. Ja. Und ja, ich war halt 6 Jahre, ich habe einen großen Bruder gehabt, mit dem bin ich in ganz München die Feuerwachen abmarschiert. Und wir sind ja, zu Fuß von Waldberlach auf Reimersdorf gegangen und ja, wir kamen auf die Wache an und er ist rausgefahren. Und da war eigentlich dann, sag ich mal, die Leidenschaft erstmal für die Feuerwehr und für die alten Autos entbrannt. Und ganz speziell natürlich für den Barockengel, was sich heute in meinem Logo immer wieder widerspiegelt. Ja. Das ist einfach der Barockengel und das ist quasi ja, das wichtigste Auto in meiner Sammlung. So, dann ging das Sammeln ja irgendwann einmal los. Da muss man ein Auge haben, da muss man auch ein wenig Mittel haben, da muss man einen Platz haben. Das ist ja nicht einfach so innerhalb von ein paar Wochen mal so organisiert, Markus. Hat da irgendwann mal zu dir auch jemand gesagt, ein wenig einen Vogel hast du schon? Meine Frau, regelmäßig. Ich mache aber mit, weil sonst ging es ja nicht, oder? Ja, wir haben einen kleinen Deal, das funktioniert dann schon. Sie hat auch eine kleine Sammlung und sagen wir so viele Autos wie ich habe, sie mindestens Handtaschen. Verstehe. Und ja, freilich haben wir einen Vogel. Ohne den darf es ja nicht gehen. Was willst du denn, also was oder welche Menschen kommen da zu dir und sagen, ich möchte jetzt heute mal eine Tagestour machen oder halt dann in Vormietung natürlich ein paar Tage vorher anmelden. Was sind das für Leute, die sich das mieten? Das sind wirklich die Leute, die ja einmal träumen davon, mit so einem Auto zu fahren. Speziell natürlich die US-amerikanischen Autos. Mustang ist einfach der große Traum von den Deutschen. Mal Corvette fahren, das sind halt so die Sachen, das macht man halt einmal. Und ja, das Zweite sind natürlich Hochzeiten. An so einem Tag gönnt man sich mal so ein Auto. Das ist dann immer schwierig mit den Bräutigamen, das ein bisschen zum Regeln, dass sie an dem Tag nicht selber fahren. ja, ist der Begrüßungstrunk und so, gell? Ja. Ja, der ist das kleinere Problem. Die Burschen sind halt immer emotional ein bisschen drauf. Und dann sollte man eigentlich nicht Auto fahren. Ich, ganz ehrlich, ich meine, schwitzt du da nicht drin, also da einer mit der Corvette Assi fährt und sagt, ich bring dann morgen wieder? Also, naja, gut. Mit dem fahre ich ja vorher erst einmal. Also das ist schon eine Probefahrt. Aha. Und ja, es hat auch schon mal Leute gegeben, die sind mit ihrem eigenen Auto daheim gefahren. Aber das ist die ganz, 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 ganz seltene Ausnahme. Ich meine, ich mache den Job jetzt seit über 8 Jahren. Mhm. Und ich habe in der Zeit wirklich erst 2 Leute heimgeschickt. Die haben es halt wirklich nicht kennen.
Aber ansonsten, das nimmst du dir schon raus und sagst, nee, geht nicht. Wenn es pressiert, ja, freilich. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, bis heute wirklich jeder ordentlich mit den Autos umgegangen. Mhm. Auch die Schäden waren bis zum heutigen Tag wirklich überschaubar. Es waren halt zwei Stoßstangen, die halt angedollert worden sind. Aber wie gesagt, in 8 Jahren ist das eine ganz gute Quote, sage ich jetzt einmal. Du, die Quote Mann und Frau, ich kann mir vorstellen, mehr Männer. Gibt es aber auch Frauen, die sagen, ah, so ein Mustang oder mal so ein schöner alter BMW war auch so mal meins. Ja, ich sage immer, es gibt viel zu wenig Frauen am Steuer. Das sollten halt mehr sein. Aber es werden in letzter Zeit immer mehr. Ja. Und das ist eigentlich immer ganz nett, weil die Damen bereiten sich ganz anders vor. Inwiefern? Ja, die sind natürlich dann passend zum Auto in der Regel auch gekleidet. Ich glaube, ich bin. Jetzt ernsthaft? Ja. Da können wir dann wirklich so im schicken Modus dann auch. Natürlich, ja, ja. Es muss alles zusammenpassen. Also da ist dann schon ein 50er-Jahre-Kleidl oder 60er-Jahre-Kleidl angesagt. Da ist ein Petticoat dabei. Mit den hohen Schuhen. Das ist immer so eine Sache. Da müssen wir halt manchmal diskutieren, ob das funktioniert oder nicht. Aber ansonsten, die Damen sind, also wenn Damen selber fahren, sind sie in aller Regel vorbereitet. Aber es hat auch schon Pärchen gegeben, die auch, sagen wir, im Livret dahergekommen sind und das einfach den Tag zelebriert haben. Markus, deine Sammlung an sich, da ist alles ein wenig dabei. So ist es wahrscheinlich auch ausgesucht, dass jeder Geschmack irgendwie getroffen ist. Oder ist das alles dein Geschmack? Das ist schon mein Geschmack, sage ich auch. Also es hat mit den Amis hat's natürlich wegen der Verbindung angefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt nie so der große Ami-Fan, zwischenzeitlich bin ich aber ein Ami-Fan. Was halt bei mir komplett fehlt, ist der Italiener und ist der Franzose. Warum denn? Wunderbare Autos, bloß die Technik ist halt ein bisschen schwierig. Das ist bis heute nur so. Gut, okay, verstehe. Mhm. Ja, und dann muss man halt ein bisschen... Sag ich mal ein bisschen, es sind nur die Autos, wo die Leute auch Emotionen berühren. Das muss schon sein. Schon klar. Zuletzt die Frage. Saisonal, ich denke, dass jetzt die beste Zeit ist. Gibt es auch bei dir Winterstopp? Nein, im Winter lässt das nicht aus? Ja, es ist die Regel wie bei den Winterreifen. Verstehe. Von O bis O wird einfach nicht gefahren. Mhm. Da sind die Autos dann auch eingelagert, richtig eingemottet. Da stehen sie dann auch ganz anders drin. Und dann geht es halt auch erst wieder gegen Ostern los. Markus, ich wünsche dir viel Spaß mit den Autos. Dass du ja selber fahrst, ist mir ja vollkommen klar. Ist ja genügend Auswahl da, dass viele Menschen wissen, sie können zu dir kommen und einen schönen Tag erleben im Petticoat oder was auch immer. Und wünsche dir alles Gute. Danke für die Zeit. Alles klar, bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Paschtetten. Wechseln Sie jetzt.